Oida, was geht ab, Leute, Hong hier? Es ist passiert, ich wurde gebannt. Zum Glück nur gesoftbannt, aber es hat mich jetzt auch erwischt. Als 4., 5., 6. von unserer Gruppe, irgendwie sowas, keine Ahnung. Echt überraschend, vor allem weil ich nicht so viel gespielt habe. Ich habe mich noch zurückgehalten. Bei den anderen war es echt verständlich. Hab echt keine Ahnung, was Niantic da so treibt, wie die das zählen, aber mich hat es jetzt auch erwischt. Kurz für alle Leute, die nicht genau wissen, was ein Softban ist. Hat ein paar beim letzten Mal kommentiert und gefragt. Es ist, wenn man halt gebannt wird und, also nicht permanent aber, und dann eine bestimmte Sache nicht mehr machen kann. Es gibt Pokémon Softban und Pokéstop Softban. Bei Pokémon Softban kann man halt keine Pokémon mehr fangen. Die fliehen dann direkt nach dem ersten Versuch. Bei Pokéstop kann man halt die Pokéstops nicht mehr drehen. Dann gab es früher noch den, ich weiß nicht, ob es den jetzt immer noch gibt, weil ich schon Endstand keinen mehr hatte, aber den GPS-Sprung. Und dann gibt es einen Softban. Und dann konnte man beides nicht. Und man musste halt 40 Mal an einem Pokéstop drehen und dann ging der weg. Aber ich habe gehört, das geht nicht mehr, dieses Mal 40 Mal drehen. Aber wie gesagt, ich habe den schon Endstand nicht mehr gehabt, also keine Ahnung. Auf jeden Fall Softban kassiert. Seit mehreren Stunden. Fast einen halben Tag, 12, 13 Stunden nicht mehr gezockt. Ich werde jetzt später zum Schloss gehen und versuchen noch das Event zu nutzen, soweit es geht. Kommt halt drauf an, wie oft und ob ich einen Softban weiter kassieren werde. Aber dadurch sieht es schlecht aus mit der Challenge. 30 Millionen nicht mehr möglich, leider, glaube ich. Ansonsten hätte ich es natürlich locker easy geschafft. Spaß, also ich hätte es auch so nicht geschafft, aber Softban bremst einen auf jeden Fall. Vor allem, ich habe echt nicht so viel gespielt. Ich bin ein bisschen immer später gekommen, ein bisschen früher immer gegangen als die anderen. Also echt komisch, echt leidend. Ich weiß auch nicht, was Niantic da macht. Ich wollte heute genau heute wollte ich erst loslegen, weißt? So wie Dragon Ball, schwere Klamotten ausziehen und heute echt abgehen. Und genau gestern Abend, bevor ich für heute planen konnte, Softban kassiert. Das heißt, heute nochmal gedrosselt spielen. Echt komisch, das Limit scheint echt niedrig zu sein. Ich dachte echt, das wäre nicht so leicht zu erreichen, aber wenn ich nicht mal mit voller Kraft das erreiche, dann ist echt viel zu niedrig. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, wo ein paar von euch auch einen Softban kassiert haben. Aber ja, was soll's. Gehen wir zum Schloss. Mein Gott, GPS Drift. So, am Schloss angekommen. Es ist kurz vor 16 Uhr, das heißt, gute 13 Stunden kein Pokémon mehr gefangen seit dem Softban. In der Zwischenzeit auch Neuigkeiten zum Arena-Update gekommen. Ich werde dieses Video hier wahrscheinlich morgen hochladen. Und da das Arena-Update echt interessant und wichtig ist, werde ich das wahrscheinlich heute noch hochladen. Also, falls ihr das Video hier seht, checkt das Video von gestern ab mit dem Arena-Update. Das ist echt interessant. Da werden wir ein bisschen drüber quatschen. Ansonsten, also ich werde jetzt erstmal chillen. Bisschen Gas drüber wachsen lassen, bis der Chat sich beruhigt hat. Die ganzen Leute und dann mache ich mir nochmal Gedanken darüber, über das ganze Zeugs. Hab's gerade gelesen in der S-Bahn. Klingt auf den ersten Blick echt sehr, sehr interessant. Sehr viel Potenzial. Aber dazu mehr dann in dem Video. Jetzt, wie gesagt, das erste Pokémon in 13 Stunden. Schauen wir mal. Topset Diage. Beobachtet ihr mich alle? Spielt's weiter? Oh mein Gott, der bleibt nicht drin. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das erste Pokémon nach dem Softban und es bleibt nicht drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Kein Kommentar, Leute, was soll man dazu sagen? Mein Gott. Echt leidend. Das erste Pokémon nach 13 Stunden und es flieht. Okay, so jetzt, Fukano. Du hast die Ärger. 919, what the fuck? Was ist hier los, Leute?
So. Eine Hand. Vulcano. 919 WP. Und. Okay, er ist drin geblieben. Das erste Pokémon nach dem Softband, nach 13 Stunden. Ich glaube, ich darf heute nicht mehr als. Ihr seht, erster Tag. Nicht mehr als 500 Pokémon fangen. Ich werde mitzählen, 499, um sicher zu gehen. Aber da frage ich nochmal die Experten, die schon öfters gebannt wurden. Und unterhalten uns darüber. Schauen wir mal. So, ein bisschen Action. Ein Dragon hier. Zum Glück keiner von uns ganz Softband. Ja, eben. Fehlalarm, Leute. Viel enttäuschte Leute. Für nichts. Als ob das Softband schon nicht gereicht hätte. Mit dem Softband, ey. So. So, Leute, kurzes Update. Die Arenen sind down. Ich hoffe, da Jim disabled. Ich glaube, ich habe es aufgenommen. Ich habe es genau gesehen, wo die runtergegangen ist. Auf Glow. Krass. Softbane Update. Ich spiele noch. Der Kollege wurde jetzt wieder gebannt. Hat er weitergespielt. Was geht ab, Bingo? Hat er weitergespielt. Eine Stunde hat er Softbane gehabt. Dann ging es wieder. Echt kompliziert. Ich richte mich an den Kollegen, der ist. Hat ungefähr 2 Stunden Vorsprung. Wenn der gebannt wird, dann muss ich aufpassen. EP Update. $27.350.000 bis $500.000. Denke ich mal, kann ich das noch berückt spielen und dann wird es kritisch. Checken wir mal die Pokémon ab, ob die zurück sind. Combat Power. Alle, also das Arena-Zeichen ist noch da, aber die sind down. Warte, schauen wir uns mal die anderen Arenen an. Auch down. Alles down hier. Krass. So. Noch ein Update. Ich wurde wieder gesoftbannt. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich da bin. Nicht so viel. Ich habe auch nur 250.000 circa gemacht. Wieder Softband kassiert. Der Kollege, der vor mir gebannt wurde, spielt noch fleißig weiter und ist heute früher gekommen. Also ich habe echt keine Ahnung, was da los ist. Ich zeige euch das gleich mal, wenn hier ein paar Pokémon auftauchen würden. Nein, echt keine Ahnung, was die machen. Okay, die Module gehen genau jetzt aus. So, da haben wir einen Visor. Zeige ich euch mal meinen Softband in Aktion. Und tschüss. Echt leidend. Wie soll man so EP machen? Schauen wir mal, was wir jetzt auch so machen werden. Echt leidend, Leute. Unser Softbahn läuft. In der Zwischenzeit kommen so 2-3 Tratinis. Ein Lapras. Alles flüchtet. Ja, Mann. 25 Jahre rein. Ja. Mit Yuku ist gut, aber würde ich jetzt nicht mehr spielen. Das kannst du zu leicht countern. So, Update. Ich war 45 Minuten gebannt. Dann konnte ich 15 Minuten wieder fangen. Dann war ich halbe Stunde gebannt. Und seitdem fange ich jetzt schon über eine halbe Stunde. Also schauen wir mal. Erstmal essen und dann schauen wir mal, wie lange ich heute noch zocken kann. Der Kollege ist nicht mehr gebannt, aber er spielt nicht, er hat Angst. Ja, ich spiele jetzt lieber Yu-Gi-Oh! Ein Spiel, das wir gut kennen. Ja, genau. Kannst du die halten? Kriegst du die noch? Aber da gibt eins bei mir. Warte. Ich kann auch was tragen. Ich kann auch eine tragen. Okay. Ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise. Das kann man ja nicht schwer, oder? Leute, viel Spaß, gell? Danke. Also, ich würde sagen, läuft. Weiteres Update nach dem Essen. Ich habe anscheinend den Softband besiegt. Deswegen Netzwerkfehler. Aber das Update geht darum: dieser Pokestop hier funktioniert zurzeit gerade nicht, weil. Zeig mal kurz deinen Bildschirm. Aus dem eine Arena geworden ist. Jetzt gerade. Das heißt, wir haben einen Pokestop hier verloren. Gratis. Schloss Oberschleißheim nicht mehr so saftig. Gerade ist da noch ein Kaperstop. Ah,
kommen. Schauen wir mal, was wir machen werden. Diese Arenas sind noch im Bau, wenn du draufklickst. Da vorne auch, Parkplatz auch. Parkplatz auch? Parkplatz ist auch eine Arena geworden. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Die müssen echt mehr Arenen einführen durch dieses neue. Ja, ja. Boah, fuck. Alter, Schloss ist tot. Aber du kannst die jetzt auch drehen. Was ist jetzt Bordeaux, Mann? Jetzt müsste man mal einer gucken, Mann. Beim Parkplatz auch noch, Leute. Die Arena jetzt auch drehen. Echt traurig. Da waren 4 Module aus dem Auto erreichbar. Ich habe dort meine 40 gemacht. Mit dem Kollegen Adnan zusammen. Da sind auch 2 Arenen geworden. Ich musste 30 Minuten warten auf ihn. Ja, da hinten auch. Ja. Da hinten auch? Ja, was ist los hier? Ja, hinten auch. Überall Arenen. Ja, Mann. Da ist auch eine schon. Wer Arenen die Pokestops? Okay, bei mir ist es noch nicht, aber wenn ich update, ja, wahrscheinlich neu starte. Ach komm, ja auch. Oh fuck, Mann. Bin echt gespannt, wie es zu Hause aussieht. Oh mein Gott. Ich brauche eine Arena mehr, dann sind es genau 10. So, das war's. Softband besiegt. Ich habe eine Theorie, dass die mit dem ganzen Arena-Zeugs das Softband-Zeugs irgendwie resettet haben. Die anderen 2 Kollegen hatten danach auch keine Probleme mehr. Also ich habe einfach, wie ihr gesehen habt, ich habe durch den Softband gezockt. Also ich habe die 25 Punkte mitgenommen, mir war es egal. Und irgendwann ging es dann wieder und danach, irgendwann ging es wieder. Dann wurde ich wieder gebannt, aber nur für eine echt kurze Zeit. Und danach ging es dann für den Rest des Abends bis 24 Uhr, also wieder fast den ganzen Tag durchgezockt, aber leider relativ wenig Punkte gemacht. Aber wie gesagt, durch den Softband durch. Ich habe den Softband besiegt und eine Menge Neuigkeiten, Arena-Update, echt coole Sachen. Darüber reden wir demnächst noch, wenn ich Zeit finde, weil heute versuche ich noch das Event auszunutzen. Heute ist Dienstag, genau. Dienstagabend komme ich nach Hause. Wahrscheinlich kommt Mittwoch nochmal was zu den Arenen. Ich habe mir das gerade nochmal gründlich durchgelesen, im Gegensatz zu den anderen. Also da echt eine Menge zu. Also da gibt es echt eine Menge zum Reden und Diskutieren und das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Das war echt cool, das live mitzuerleben, wie die Arenen runtergegangen sind und sich sogar verwandelt haben. Es gibt so viele neue Arenen, auch in meinem Gebiet, das schauen wir uns dann bei dem Video an, wenn wir über die Arenen reden. Das Behinderte ist, eins von den Pokestops, wo wir ein Modul geschmissen haben, ist direkt mitten bei der Farm Session zu einer Arena geworden, die nicht aktiv war. Sprich, wir haben ein Modul verloren. Niantic, das ist eine offizielle Beschwerde hier. Ansonsten, das ist ja das Schloss, unser Farmspot, einer von den 3. Und da wurden 2 Stops zu Arenen. Das heißt, der Farmstop ist schwächer geworden. Schauen wir mal, wie wir das in Zukunft machen werden. Vielleicht gibt es einen neuen krassen Spot, weil ich habe auch gehört, neue Pokestops wurden hinzugefügt. Ja, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Update findet, worüber ihr euch freut und vielleicht was für Fragen ihr habt, damit ich die wir dann beim nächsten Video, wenn wir über die Arenen reden, beantworten kann. Ansonsten immer liken, subscriben, kommentieren, checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.